Wesensveränderung. Das hat mir am meisten Angst gemacht, weil ich dann am PC gesessen habe und nicht mehr wusste, was da los ist. Das Ding hat mein Leben kaputt gemacht. Und nicht wieder die Würde, die ich früher immer war. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe heute volle Kanne verschlafen. Um 8 Uhr dachte ich mir, die Zeit zu nehmen, ein Video zu schneiden, bevor die Kinder dann aufstehen. Um 9 Uhr wollte ich sie wecken. Geplant war es so, weil der Idris den Schlüssel nicht mit hatte. Und meistens ist er so lange dann halt weg. Dummerweise ist er nicht nach Hause gekommen. Und ich hatte um 10 Uhr einen Termin, den habe ich dann eiskalt verschlafen. Um 11:45 bin ich dann erst aufgestanden, die Izi. Ich war schon länger wach. Ich so, ah, Kind, warum hast du Mama nichts Bescheid gesagt? Ich wollte dich nicht wecken, ich wollte dich auch schlafen lassen. Und voll süß von ihr. Aber naja, okay, jetzt habe ich den Termin vergeigt. mache für die großen Mädels so eine kleine Müsli-Schale jetzt bereit. Denn der Gianni schläft noch und da er kränklich war und auch sogar in der Krippe mitten im Bauzimmer eingeschlafen ist, lasse ich ihn heute aufschlafen und ja, dann hat er halt heute auf jeden Fall keinen Mittagsschlaf. Mittlerweile ist der Gianni wach. Oh Gott. Und ich habe so Magenschmerzen. Ich habe auch mit, sagen wir es mal so, einem Ernährungsberater gesprochen. Weil, ihr wisst ja, seit Anfang des Jahres versuche ich alles, auch in der Pause, wo ich die hatte, habe ich versucht, mich darauf zu konzentrieren, auch auf meine Gesundheit, sehr stark auf meine Gesundheit. Ich wurde aber einfach nicht darauf schlau, weil mal habe ich etwas vertragen, dann habe ich es wieder gegessen und es nicht vertragen. Und so wie viele von euch mir auch geschrieben haben, nicht nur unter den Kommentaren, sondern ich habe auch sehr viele E-Mails bekommen, dass ich mal gucken soll wegen Histamin. Das erklärt auch die letzten Tage, wo ich manchmal auf etwas reagiert habe, also wo es mir einfach dann schlechter ging. Am meisten zu spüren habe ich es bekommen in meiner Nase, gingen sie, also die Schwellte an. Und mein Gesicht, es war auch so, als ich bei Vapiano war, da hat mich der Idris auch angeguckt und er so, boah, du bist aber geschwollen. Und das hat jetzt nichts mit dem Hyaluron zu tun, sondern ja, ein bisschen auch, weil das fördert es. Hyaluron bindet ja Wasser und eine Schwellung besteht aus Wasser, das zieht es dann noch mehr an und so ist es noch mehr sichtbar. Aber was mich halt sehr bedrückt hat, dass ich einfach keine Luft bekommen habe. Ich habe immer noch total die Bauchschmerzen, Magenschmerzen so richtig. Und ich habe mir Sachen durchgelesen und was ich gemacht habe, war eine Provokation des Körpers. Ich habe gestern extra alles, auch die Pomelo gegessen, das ist auch histaminhaltig, Kaffee, Tee, ach alles, was ich gestern zu mir genommen habe und heute sitze ich da und weine. Also es war eindeutig zu viel und ich habe aber ganz viel recherchiert. Eigentlich heißt es, es ist unheilbar, das akzeptiere ich nicht. Jetzt werde ich versuchen, damit umzugehen, aber ich weiß nicht, wie das halt mit dem Veganen dazu funktionieren soll. Weil wenn ich mich nur noch von Salat ernähre, wiege ich bald 40 Kilo und darauf habe ich echt keinen Bock. Die Internetberichte von Menschen, die genauso sich
Monate, Jahre lang mit den Fragen gequält haben, warum schwelle ich an, sogar einem Mann, der, ja, das hat. Ich bin so glücklich, dass dieses Rätsel endlich geklärt ist, weil ich seit also Jahren damit kämpfe, manchmal aufstehe und gequollene Augen habe. Als Frau, wenn man sich dann irgendwie zurecht machen möchte, ist es halt nicht schön, weil man sieht dann so müde aus. Und das habe ich schon so lange gehabt. Ich bin echt happy, endlich dieses Rätsel gelöst zu haben. Und ja, ist natürlich schon scheiße. Jede Seite erzählt etwas anderes, was man essen darf, was nicht. Alkohol geht auf jeden Fall nicht. Das habe ich auch schon gemerkt, dass wenn ich was getrunken habe, es mir einfach total schlecht geht. Ich habe keine Alkohol. Stimmt. Einmal an meinem Geburtstag, da habe ich nur ein bisschen getrunken. Und Idris hat mir noch etwas Tequila reingemacht. Ich war 2 Tage, ging es mir so schlecht. Ich dachte, ich sterbe. Und jetzt kein Scherz. Ich musste mich immer wieder hinlegen, weil ich Schwindelanfälle hatte. Und das über mehrere Tage. Warte, ich mache noch neue. Dani, gib ihr eine Kartoffel. Mein Gott, die haben jetzt, glaube ich, eineinhalb Kilo Kartoffeln gegessen. Okay, dann koche ich noch welche, ja? Ich habe nicht so ein. Nein! Gib Kuss. Mama? Taube! Mhm. Guck mal, Mama. Guck mal. Wow. Mach mal, jetzt sieht die Zähne. Guck mal. Guck mal. Ich bin so tief eingeschlafen, obwohl ich lange geschlafen habe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Als ich aufgewacht bin, dachte ich, es ist morgens. Ich habe mir gerade einen Salat, 2 Salatarten, Wasser, ein bisschen Zucker, also unraffinierten Braunzucker und Mango. Mangolich? Ja, mein Schatz, natürlich. Probier. Nee, ich wollte auch ein Klon. Darfst du leider nicht. Ich will auch gleichzeitig. Ich will mit Nee, ich muss Selim. Ich sag nur, du bist nicht. Muss ich es für Selim machen? Lass sie das machen. Sie hat es auch geschält und alles weingemacht. Ich will auch nur ein. Ich will und alles heilen. Ich will nicht so ein. Kinder, trink doch mal einfach. Was isst du denn da? Sucuk? Okay, also die Mädels träumen wieder von Sachen. Ah, okay. Ich mache, weil ich so gut wie nichts mehr essen kann, aus Frust, das, was ich noch essen kann. Nämlich, hier habe ich Sonnenblumenkerne mit bisschen Wasser und Zucker. Ja? Ah, dein Strohhalm hast du gefunden. Ja, toll. Ich komme gleich, Gianni. Ja, das, also ganz wenig, ein Schuss Wasser. Und das Ganze mache ich jetzt so lange heiß, bis das Wasser wieder weg ist. Dann wird das Ganze ziemlich so ein weißer Belag. Und dann mache ich weiter, bis dieser weiße Belag wieder schmilzt und ja, so karamellisiert, glaube ich. Oder? Wie heißt das? Irgendwie sowas in der Art. Und jetzt macht man so lange, bis das wieder geschmolzen ist. Da ist so eine kleine Schicht Zucker drauf, ja? Wow, Gianni, super! Und jetzt lässt man das immer schmelzen und rührt weiter. Selin, wo warst du? Selin hat gerade Party gemacht. Der Idris ist aufgestanden. Wir haben Essen gemacht. Mama, du bist
Warum denn so rum? Ich so, hey, was tanzt du hier? Warum? Wir wollen eine Familie sein, Mama. Können wir mal machen heute, ja. Aber für immer. Echt? Ja. Aber ich mag nicht so langfristige Verträge. Ich bin immer lieb zu dir. Ja, Mama ist nie lustig, mein Schatz. Was? Hä? Was? Ne? Was denn? Das du siehst süß aus, auch wenn du die Klamotten von deiner Schwester anhast. Füße runter, sag mal. Wir müssen ja nicht gleich präsentieren, dass wir so ein bisschen anders sind. Dani, schmeckt's? Super. Und die dachte sich, mache ich mal ein bisschen Werbung für meinen Kanal? Ja. Nach so vielen Jahren. Warum war das nicht mehr zu böse? Über ihn. Soweit bin ich hier ganz gut fertig geworden. Jetzt gehe ich zu Idi. Hab versucht, die Kinder schlafen zu legen. Die sind noch ein bisschen aufgedreht. Und ja, mache ich hier noch jetzt weiter mit der Wäsche. Und ja, das war's, glaube ich. Ich bin so gespannt, wie mein Körper sich jetzt verhält. Ich merke jetzt schon, dass mein Bauch immer mehr normal wird. Gestern hat er angefangen, richtig so zu grummen. Und ja, heute war es wieder extrem und ich bin jetzt ziemlich gut wach, also ich bin so gespannt. Jetzt gucken wir uns mit dem Idi einen Film an, auf Englisch, finde ich voll cool, weil es nicht so ein Film ist, wo die Kinder mitzuhören sollten und auf Englisch verstehen die es nicht. Und ja, der Idris kann schon ein paar Wörter Spanisch, weil der Film vorher, der war teilweise auf Spanisch haben die gesprochen. Und jetzt, ja, kommt er wahrscheinlich ins Englische gut rein. Ich habe ehrlich gesagt nicht so oft reingeschaut in den Film. Also ich habe keine Ahnung, worüber es geht, außer Drogen. But this situation between you and not actually, by the way, okay? Alles muss da reinwärmen. Alles. Absence makes it up. Then there is... No, I'm here for a pressure. Paul, for you. We are... I'm familiar with Jeffy. It's like the mama. Tak! I'm in Tak! Super strong. Good. In the muscles. Oder auch in muscles. Ganz große muscles. Yeah. Dann so die Mose ein. Mama, ich weine. Ich auch. Du nicht. Wunderbar. Komm jetzt mit mir. Mama, wir weinen. Oder Mama, ihr weint. Wir weinen zusammen? Ja. Okay. Maybe we should hear from the faculty. Certainly this tragedy didn't only affect our students. Mr. White, would you like to say something? And by the way, welcome back. So, meine Lieben. Super Idee gewesen, mit John ausschlafen lassen. Ich gehe jetzt schlafen und hoffe, dass er auch gleich mit einschläft. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis morgen. So, meine Lieben, eigentlich habe ich mich ja schon verabschiedet. Ich habe mich hingelegt und dieses Histamin hat mich irgendwie nicht so in Ruhe gelassen. Ich habe mich, wie gesagt, hingelegt und angefangen zu überlegen, seit wann ich so extrem
beste Beispiel ist Alkohol, weil Alkohol blockiert ist. Deshalb ist Alkohol eigentlich sehr, also ist eigentlich verboten, wenn man Histaminintoleranz hat. Und das habe ich ja schon selber gemerkt, dass wenn ich ein bisschen was getrunken habe, ich brauchte 3 Tage. Besser ist, als ich Geburtstag hatte, Idris hat mir in mein Desperados ein bisschen Tequila reingemacht. Ich war 3 Tage, drehte sich bei mir alles. Mir ging es so schlecht. Das war halt diese Ursache. Und dann habe ich mich aber versucht, irgendwas passte für mich nicht. Und ich weiß, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber als ich auch aufgehört habe zu drehen, und das ist so ein ganz langer Prozess mittlerweile, ihr habt ja schon gesehen, dass ich mich total verändert habe. Ich habe sehr viel gemeckert und das habe ich auch gemerkt und auch gemerkt, dass ich das einfach nicht bin. Ich hatte sehr viel mit mir selber zu kämpfen und dann meinen Körper noch dazu. Und die Hauptursache war wirklich die Spirale. Ich konnte es selber nicht fassen, bis ich mir Berichte durchgelesen habe. Und es hat sich geändert, es nimmt immer noch auf und ab. Welche Sachen alle genau, das werde ich euch irgendwann noch sagen, wenn ich selber weiß, was, weil im Augenblick geht es immer noch rauf und runter. Ich kann es gar nicht richtig nachvollziehen, was gehört zu was, weil die Hormone sind noch nicht im Gleichgewicht. Und dann lag ich eben da und habe mich versucht zu erinnern, okay, seit wann hast du so große Probleme mit diesen scheinbar Histamin oder Intoleranzen, was ich ja mittlerweile alles nicht mehr esse. Und an meinem Gesicht, ich freue mich, ha, super, ich kann es essen, so wie die Nüsse. Und dann kommt schleichend, sehe ich in den Videos. Und gestern dachte ich auch so, Gott, wie siehst du schon wieder aus? Das ist halt diese Intoleranz, die ich nicht wusste, dass ich sie so habe. Und jetzt habe ich mal gegoogelt, Internet voll, Histaminintoleranz durch Spirale. Also, und dann auch noch die Spirale, die ich hatte. Ich habe mich so gequält. Sachen durch, die andere schreiben. Und hier steht zum Beispiel, worüber ich auch nachdenke, weil ich das ja sozusagen auf Video festgehalten habe. Manchmal habe ich gar nicht mehr gesagt, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen hatte, weil dann hieß es, du hast immer nur Kopfschmerzen. Ich hatte teilweise bis zu 8 Tagen durchgehend Kopfschmerzen, wo ich mir nicht dabei dachte, dass es daher sein kann. Und jetzt im Vergleich, also eigentlich hatte ich permanent Kopfschmerzen, nur ich habe angefangen damit zu leben und dann wurden sie manchmal einfach stärker. Jetzt, nachdem die Spirale raus ist, merke ich, dass mein Kopf gar nicht mehr so, als wäre ein Stein drauf. Das ist gar nicht mehr so. Also zum Beispiel die 90% von diesen Nebenwirkungen hatte ich auch. Guckt euch mal diese Liste an. Stimmungsschwankungen, Heulen, Wutausbrüche, kennen wir ja aus meinen Videos. Entweder wenn ich schwanger war, habe ich angefangen zu heulen, oder während der Zeit, wo ich die Spirale jetzt drauf hatte. Schweißausbrüche, ich habe noch nie in meinem Leben geschwitzt und plötzlich habe ich Schweißausbrüche gehabt. Herzrasen hatte ich, Panikattacken hatte ich, Angstzustände hatte ich, bis zum Todesangst hatte ich. Zittern, innere Unruhe hatte ich, Wesensveränderung. Das hat mir am meisten Angst gemacht, weil ich dann am PC gesessen habe und nicht mehr wusste, was da los ist. Kopfschmerzen, Übelkeit, ständige Gereiztheit, Müdigkeit, Wassereinlagerung, ja. Ihr wisst, ich habe ständig gesagt, ich habe zugenommen.
Das war nicht diese. Ich wusste, ich bin nicht dick. Aber wenn du heute 52 Kilo wiegst, aufstehst und plötzlich 56 Kilo wiegst, dann verstehst du die Welt nicht mehr. Wenn die Hose von eng auf kaum zugeht oder wenn sie andersrum wieder ist, dann denkst du, du hast sie nicht mehr alle. Verstopfung hatte ich, Augenprobleme, Flimmern hatte ich auch gehabt. Appetitlosigkeit, nee, das hatte ich nicht. Pigmentflecken hatte ich auch bekommen, vermehrt. Benommenheit, Rückenschmerzen hatte ich. Die psychischen Nebenwirkungen waren knallhart und wäre ich nicht auf die Ursache gekommen, ich wäre wahrscheinlich durchgedreht. Das ging mir auch so. Das Ding hat mein Leben kaputt gemacht. Okay, ich versuche das Video zu schneiden. Es ist nicht lustig, ich sehe wieder aus wie so ein Monster teilweise, weil ich Tomaten gegessen habe. Yeah! Ich habe Tomaten ausgegessen und hatte dann so ein Gesicht. Okay, also ab morgen eine Diät, kein Kaffee mehr, nichts derartiges und hoffen, dass sich mein Hormonhaushalt einfach wieder normalisiert und ich wieder die werde, die ich früher immer war.